Gerade ist die Spannung und Angst der nuklearen Bedrohung so groß wie schon lange nicht mehr. Auch Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat während der Überprüfungskonferenz betont, dass sich die Wolken, welche sich nach dem Kalten Krieg verzogen haben, wieder zusammenziehen. Wir haben bisher außerordentliches Glück gehabt. Aber Glück ist keine Strategie und es schützt auch nicht davor, dass geopolitische Spannungen in einem nuklearen Konflikt ausufern. Heute ist die Menschheit nur ein Missverständnis, eine Fehlkalkulation von der nuklearen Vernichtung entfernt. Im Zuge dessen haben wir uns bei Nadja Schmid, Obfrau der Organisation ICAN Austria, darüber informiert, ob die Bedrohung wirklich gewachsen ist und warum es so wichtig ist, die Menschheit auf eine atomwaffenfreie Welt zu bringen. Es war sehr wichtig, dass der Herr Guterres das so klar angesprochen hat. Vor allem die drei existenziellen Krisen, in der sich unsere Welt gerade befindet, neben der Klimakatastrophe und der Pandemie, dass auch das Bewusstsein der Möglichkeit eines nuklearen Krieges wieder zurückkommt, auch in die Köpfe der Menschen. Und vor allem, dass er wirklich auf Fortschritte gepocht hat, im Sinne der nuklearen Abrüstung, die eigentlich alle Staaten der Welt angegangen sind, weswegen sie sich auch gerade in New York treffen. Im Zuge des Zusammentreffens der teilnehmenden Länder, die gerade in New York stattfindet, haben sich aber auch einige Staaten für eine nukleare Abrüstung ausgesprochen. Da hat sich eine breite Front gesammelt an Staaten, die sozusagen wirklich für ein Verbot von Nuklearwaffen eingetreten sind und damit auch darauf hinweisen, dass die Nuklearwaffenstaaten ihren Verpflichtungen nachkommen. Wir hatten gerade in Wien eine große Konferenz zu nuklearer Abrüstung und hatten über 600 Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten hier, die erzählt haben, was sie in ihren Ländern tun und sich gemeinsam zusammenschließen, um die Welt zu verändern. Eines ist jedoch klar, die damaligen Geschehnisse in Hiroshima und Nagasaki dürfen sich nicht wiederholen.